Ich heiße Marco Iwitsch und ich lebe seit 40 Jahren in Deutschland. 1988, ich war in Urlaub zu Hause in Ex-Jugoslawien, in ein Eiscafé. Ich habe kennengelernt einen Jurist, heißt Dragan. Und er hat gewusst, hat gehört von meinem Stiefvater. Ich habe keine Kinder und ich wünsche Kinder. Ich war mit ihm in diesem Eiscafé, hat mich befragt, wie sieht aus meine Frau und so weiter, meine Familie. Ich habe ihm das erzählt, dass meine Frau dunkelhaarige, meine Mama ist dunkelhaarige, okay, dann passt in Belgrad. Damals, ich habe gemeint, wir gehen irgendwo in Heim, wo gibt es Kinder zur Adoption. Und er hat mich gefragt, ob ich hätte ein Telefon, weil er muss das Kontaktmann irgendwie mit ihm in Kontakt bleiben. Ich habe gehört, ich habe kein Telefon, aber ich gebe dir die Telefonnummer von meiner Mama. Und tatsächlich, nächster Tag oder zweiter Tag, ich war bei meiner Mama. Meine Mama hat gesagt, ja, Makic, hier ist die Telefonnummer von einem Dragan. Du rufst ihn an, in Stadt Bugojno. Und er hat mich gefragt, wie sieht es aus, nächster Freitag. Ich habe gesagt, kein Problem. Und dann, wir sind schon nach Belgrad hingefahren, bis ein Hotel. Und er hat gesagt, er muss telefonieren. Und er war circa 20 Minuten bis halbe Stunde, so ungefähr. Ich habe ihn gewartet. Vom Hotel, K20 Minuten bis ein Krankenhaus. Wo für mich war ein bisschen Überraschung, wieso Krankenhaus. Dann habe ich schon gedacht, vielleicht ist inklusive Krankenhaus, weil in Ex-Jugoslawien war alles staatlich. Könnte sein, dass es da auch diese armen Kinder. Und er ist selber hingegangen. 10 Minuten später ungefähr, er war allein drin und dann kommt zurück und hat mir vorgestellt einen Doktor. Dieser Doktor, meine Meinung, ist großer Vogel. Und ich war mit ihm in einer Kanzlei. Er hat mich alles gefragt, wie ich heiße, wo ich arbeite, was ich mache. Meine Daten und meine Frau Daten hat mich gefragt auch, Blutgruppe, welche ich habe, oder meine Frau, ich habe alles gesagt, ich habe alles gewusst. Und dann Arzt hat zu mir gesagt, ein Baby kostet 10.000 D-Mark. Wo hat mir dieser Dragan-Jurist auch gesagt, ein Baby 10, Zwillinge 15.000 D-Mark. Für mich war damals logisch und nicht viel Geld. Weil in Ex-Jugoslawien war alles korrupt. Wenn man zum Arzt geht, muss man ihn irgendwo reinstecken. Bauer bringt Käse. Wer hat Geld besitzt? Damals D-Mark war Gold praktisch. 100 D-Mark, geh mal zum Arzt, kriegst du alles. Und deswegen, ich habe schon gedacht, wegen Adoption, Arzt hilft mir. Dann, ich habe ihn gefragt, wegen Papiere, wie kann ich das? Und er hat mir erklärt, Baby werden so
Da hat meine Frau Baby geboren in Belgrad. Der hat zu mir gesagt, du brauchst keine Sorge machen, 10.000 Baby nimmst du mit, steht, deine Frau hat diese Baby geboren. Und dann, er hat mich gefragt, oh, wie sieht aus meine Frau? Ich habe ihm das erzählt und er sagte, ich soll ihm zeigen, oben, wo die Mutter im Krankenhaus. Und er hat zu mir gesagt, ich soll Hand drauf geben auf diese Bett, welche Frau damals, bisschen Ähnlichkeit mit meiner Frau. Zwei Damen war klein bisschen Ähnlichkeit, eine bisschen mehr und ich habe Hand auf diese Bett drauf gemacht. Ich habe kein Wort gesagt und er hat gefragt. Und ich habe festgestellt, Personal, das heißt die Schwester im Flur, wo die war, hat Respekt von diesem Arzt, von diesem Doktor. Und dann, wie sie schon zum Baby. Und bin ich bei einem Baby stehen geblieben. Das war wie ein Engel. Und der Doktor sagt zu mir, Herr Ivic, du kannst wählen. Oh, ich habe Schock gekriegt, wie kann ich wählen? Und er hat mir erzählt, angeblich, vorher hat mir erzählt, auch, diese Baby ist von Studentin, von Provinz geboren und die wollten nicht nach Hause mitnehmen, die kann sich nicht verheiraten und so weiter. Und dann, die wollten Baby nicht mitnehmen. Das heißt, diese Baby werden irgendwo im Heim und führen schlechte Leben. Und er hat mir vorgeschlagen, wenn du weißt, irgendwo eine deutsche Ehepaar oder damals Ex-Jugoslawien, wo kein Kinder, ich soll mich wenden bei ihnen. Dreimal hat zu mir gesagt, ihr sollt wählen. Ich habe Schock gekriegt von dieser Wahl. Ihr sollt wählen. Wie soll ich wählen? Das ist keine nur von diesen Studenten so große Krankenhaus. Das hat mich stutzig gemacht. Ich habe ihm nicht gesagt, nein. Ich habe gesagt, okay, ich rede mit meiner Frau. Dann, ich kam zurück nach Hause. Ich habe mit meiner Frau gesprochen. Meine Frau sagte, was? Wir wählen? Das gibt's so nicht. Wie willst du wählen? Ich habe gesagt, ja, irgendwo, mir auch. Stimmt nicht. Mit seinem Begriff wählen. Das ist keine Banane oder Apfel, wenn man kauft. Aber nicht im Krankenhaus. Ich soll wählen, Baby. Und dann meine Frau sagt, lass das. Lass das. Und so war schon. Dann vor 25. Mai, zufälligerweise, wir haben geguckt, eine über YouTube, Posle Rutschka heißt, wir waren neugierig. Dann haben wir gesehen, geklaute Baby. In diesem Moment, ich habe Schock gekriegt. Ich habe Schock gekriegt, weil ich war in diese, ich sag mal, Tanz. Mein Gott, stellst du vor, wenn ich hätte diese Baby gekauft damals. Da eine Mutter, 30 Jahre hat geweint, gesucht Baby. Und wie soll ich jetzt erklären zu meinem Kind, 30-jährige Kind, deine Mutter 30 Jahre weint hinter dir. Das war für mich Schock. Dann ein paar Sendungen, ich habe gesehen, und eine Frau Milena hat Nummer gezeigt. Und diese Nummer, ich habe aufgeschrieben, 3-4 Mal wiederholt, dann gewartet, Montag, am Montag, ich habe mich gemeldet in Belgrad. Ich habe gesagt, ich war diese Person,
wo ich wollten Kinder adaptieren, aber die wollten mir verkaufen. Nicht Adaption, das heißt verkaufen. Damals, ich habe geglaubt, das ist Adaption. Aber heute festgestellt, damals hat die Baby geklaut und verkauft. Genau wenn ein Dieb klaut ein Handy und verkauft weiter. Das ist meine leider Gottes Geschichte. Ich liebe Baby, aber ich habe so viel Charakter, ich habe Herz und tut mir weh, dass diese alle Frauen weint. Weil damals diese Udva, ich glaube, hat alles im Griff gehabt. Udva hat gewusst, wenn jemand von Bauer ein Huhn klaut, wenn in Stadt irgendwo Zigaretten werden geklaut, Udva hat gewusst. Aber so viele tausend Baby in Ex-Jugoslawien angeblich gestorben und nicht beerdigt. Wo gibt es diese Baby? Die ist überall auf der ganzen Welt. Liebe Mutter, liebe Eltern, jeder von euch, wer hat solche Kinder? Bitte melden sich. Beichten, 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 wird dir viel leichter. Mir ist jetzt viel leichter, weil ich habe schon Wahrheit erzählt. Das ist Wahrheit. Und Wahrheit. Vielen Dank.